Sollten wir das eine oder andere jetzt auch erklären, nämlich vor allem dieses Thema mit dem Weisungsrecht. Können Sie, Frau Knötz, uns da mal helfen? Also wir haben das Thema, dass wir laufend von außen uns gesagt wird, was wir tun müssen, damit wir weniger korrupt wahrgenommen werden. Und eines dieser Dinge hier, das schon lange eine Forderung von Transparency International ist, ist das Unabhängigstellen der Weisungskette, möglichst weg von der Parteipolitik, dass es eine Überprüfung geben muss, eine Dienstaufsicht innerhalb der Staatsanwaltschaft, wird niemand bestreiten wollen, dass es einen Einfluss einer Parteipolitik, und das ist nun einmal, ein Minister steht nun einmal mitten in der Parteipolitik, geben muss, ist dagegen etwas, was abgeschafft gehört. Ja. Und daher brauchen wir, wenn es schon überhaupt sozusagen diesen Weisungszug geben muss, jedenfalls hier eine Unabhängigkeit. Also das ist ganz eine wichtige Forderung. Also das heißt, dass es schlicht und ergreifend nicht mehr Minister nicht, oder nicht Ministerin nicht mehr zum Minister ist, geht, sondern zu einer Weisungsspitze, die von der Parteipolitik losgelöst und von dem Verdacht sozusagen der Einflussnahme daher auch losgelöst ist. Mhm. Das dient einfach auch schon dem sauberen Ansehen. Ich möchte noch, weil es mir auf der Zunge brennt, sozusagen ganz kurz dazu sagen. Transparenz hat einfach wirklich diesen großen Vorteil, dass es schon vorauseilenden Gehorsam schafft. Wenn ich weiß, das kann morgen in der Zeitung stehen, hat das einen Einfluss auf das eigene Verhalten. Und wir sehen in anderen europäischen Staaten, die insbesondere in dieser Wahrnehmungsliste zu Recht an den Spitzenplätzen liegen, dass genau das Mittel gegen die Krankheit, gegen den Virus, gegen den Krebs, Korruption eben die Transparenz ist. Und wenn man weiß, ich kann mir diese Spesenabrechnung besorgen, beziehungsweise sinnvollerweise werden die Dinge bereits im Internet veröffentlicht, dann zeugt das einfach schon eine ganz integre Haltung einfach in der Verwaltung. Und wir wollen halt diese möglichst gläserne Verwaltung, nicht den gläsernen Bürger, aber die gläserne Verwaltung. Und dort muss, da muss eine große Anstrengung her, dass wir das schaffen. Und was diesen Wahrnehmungsindex anlangt, noch einmal gesagt, der schaut sich ganz viele Bereiche an. Der schaut sich die Justiz, die Unabhängigkeit an. Der schaut sich an, wie werden die Posten besetzt. All diese Dinge werden analysiert. Und in der Transparenz ist Österreich wirklich schlecht und weit hinten. Wir sind schlusslich in Europa. Transparenz ist das eine. Ich glaube, das steht jetzt einmal fest.